Aber es ist dann im Endeffekt, wenn es wieder alles stimmt, kein Muskelkater, dann fühlt man sich wesentlich besser und fitter. Das sind so die Kleinigkeiten. Aber danach Schuhe anziehen. Es gibt Tage, da scheint es ewig zu dauern. Slipper waren wesentlich einfacher, weil im Winter gibt es halt keine Slipper. Schwierig. Wichtig ist es, mit seiner Krankheit nicht alleine zu bleiben. Betroffene haben sich in der Alzheimer-Gesellschaft zusammengeschlossen. Sie wollen nicht aufs Alzheimer-Altenteil geschoben werden, solange sie, wenn auch eingeschränkt, noch etwas leisten können. Ich denke, ein Teil liegt daran, dass einfach Menschen mit Demenz in den Medien immer als hochaltrig, pflegebedürftig, verwirrt dargestellt werden. Aber einfach Menschen in einem frühen Stadium von der Demenzerkrankung einfach nicht in den Medien auftauchen oder jüngere Betroffene, die es auch gibt, nicht so in den Medien präsent sind und ja, mit Demenzerkrankungen einfach immer sehr viel Leid assoziiert wird, aber nicht auch der Aspekt gezeigt wird, dass man nach so einer Diagnose einfach ganz gut leben kann auch und Wege finden kann als Betroffener wie auch als Angehöriger, um damit einfach zurechtzukommen und gut umzugehen. Denn wie lange die Krankheit dauert, weiß niemand. Manche Patienten leben schon über 10 Jahre mit der Diagnose, ohne ein Pflegefall zu werden. Das Theater apropos des gemeinnützigen Vereins Ariadne. Patienten, Ärzte und Therapeuten spielen gemeinsam Kleiner Mann, was nun von Hans Fallada. Arbeitslose, Reisende und andere Tagediebe. Finanziert wird jetzt zum größten Teil der BR, weil er nichts Besseres einfällt, anstatt dass er die Gelder irgendwo in so Theaterfestivals einlegen würde. Oder so. Christian Zimmermann ist der Barkeeper. Texte kann er sich nicht mehr merken. Dafür aber improvisieren. Christian, die Flasche! Wir alle sind im Leben nur kleine Rädchen. Kranke fallen aus der Leistungsgesellschaft besonders schnell heraus. Gerade Alzheimer-Betroffenen wird nichts mehr zugemutet. Statt das Tempo an die Krankheit anzupassen, wird der Kranke unnötigerweise aussortiert. Dabei haben Alzheimer-Patienten noch einige ihrer Fähigkeiten. Manchmal entdecken sie sogar neue. Ich habe nie Theater gespielt. Als kleines Kind im Kindergarten war ich mein Fliegenpilz, aber das war alles mit Theater. Wir machen schon lange Theater mit Patienten, aber jetzt, dass wir einen Alzheimer-Patienten integrieren in die Gruppe, das ist das erste Mal gewesen. Und das hat, wie gesagt, wunderbar funktioniert. Und wir haben die Idee, dass wir eben Theater spielen in einem Raum, wo es keine Therapie gibt. Das ist wirklich eine neue Erfahrung gewesen. Wir machen es ja jetzt schon lange und auch nochmal ganz speziell jetzt mit dir fand ich ganz überraschend für mich auch, ja. Wenn ich mit Alzheimer-Patienten zu tun hatte in der Klinik oder so, dann war das Diagnostik und eigentlich auch mehr eine Schattenseite der Diagnose, die da irgendwie plötzlich aufleuchtete und jemanden kennenzulernen, der so wirklich mit Energie und nach außen hin mit dieser Erkrankung umgeht, muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt auch. Und ich habe natürlich also die Idee, dass man jeden Menschen zum Lachen bringt oder jeden Menschen irgendwo eine Freude machen kann. Die größte Freude für Christian Zimmermann ist sein Enkelkind Lara.
So oft es geht, übernimmt er Babysitterdienste. Wenn Zeit ist, geht ab und an auch Tochter Simone mit auf einen kurzen Bummel oder sogar zu einem Zoobesuch. Mit der Krankheit hat die Tochter ganz neue Seiten an ihrem Vater kennengelernt. Hätte ich nie gedacht, dass er jemals Theater spielt oder sich auf eine Bühne stellt oder sowas. Also das ist schon wirklich eine große Wandlung und ich finde es sehr, sehr positiv und ich hoffe auch immer, dass er anderen Patienten vielleicht Mut machen kann, irgendwie auch optimistisch damit umzugehen oder die Sache nicht ganz so düster zu sehen wenigstens und einfach noch was draus zu machen. Noch was draus zu machen, das muss ein Ziel sein im Umgang mit den Patienten, denn das Schwere kommt von alleine. Wenn ich Krebs habe, dann kann ich sagen, gut, ich habe jetzt, ja, sagen wir mal, das Schlimmste, weil ich Freunde von mir schon über das ist doch ne, Bauchspeichelkrebs. Der weiß ganz genau so ungefähr, dass er ein Jahr hat. Das ist, wenn ich das wissen würde, dann würde das extrem erleichternd sein für mich. Und dann, deswegen brauche ich vor nichts mehr Angst haben, weil ich, für mich, es gibt andere, die haben eine andere Idee, ist es der lange Weg. Das ist nicht einfach, sondern vor allen Dingen, wenn es an die Familie kommt. Das sind die Momente, wo man sich mit keiner Mauer schützen kann. Es sind Momente, wo es ihm fast die Seele zerreißt. Eine Mauer kann Christian Zimmermann um sich und seine Alzheimer-Erkrankung nicht sehen. Aber er hat das Malen für sich entdeckt. Es ist seine Art der Krankheitsbewältigung. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich im Bett liege und ich sehe jemand neben meinem Bett und dann kontaktiere ich den. Das sind aber so, irgendwie so Psychosen gesehen, die normal sind für diese Krankheit. Und ich habe sie mir dann meine Geister genannt. Geister auf Leinwänden scheinen weniger bedrohlich zu sein. In seinem Wohnungsatelier versucht Christian Zimmermann, sich die Last so gut es geht von der Seele zu malen. Mein Alzheimer. Das ist eigentlich so die erste Idee, dass ich sage, okay, wenn ich etwas habe, was grausig ist, dann komme ich dem Grauen am besten entgegen, indem ich es sichtbar mache. Damit ist ein Großteil von dem grauen Alzheimer schon mal leichter, weil man hat so einen Gegner, den man natürlich als der einfach, ich finde, das ist einfach
Für mich ist es gewesen, dass ich eigentlich sage, ich muss das, was so, so schlimm ist oder so fürchterlich ist oder so, einfach sichtbar machen, weil dann ist es einfach was Bekanntes. So. Ich muss das, glaube ich, so. So. Das geht ja so. Aber da ist es dann schon nach dem Bild, war das dann sozusagen die Frau Alzheimer da oben. Das, weil das so zart sein sollte. Das ist ähnlich, aber so weich. Herr und Frau Alzheimer, die Geister. Mittlerweile ist eine Fülle weiterer Gemälde entstanden. Miteinander im Gespräch waren. Christian Zimmermann malt nicht nur für sich alleine, sondern geht mit seinen Bildern auch ganz bewusst an die Öffentlichkeit. Christian Zimmermann auch was mit Malerei. Er hat keine Scheu, sich und seine Seelenbilder einem Publikum zu zeigen. Kunst und Malerei, vielleicht mit welcher Geschichte auch verbunden ist oder wann entstanden ist. Die Krankheit ist eigentlich Grauen, also muss ich das malen. Und die Menschen scheinen seine Botschaft zu verstehen. Ich würde sagen, die sind beeindruckend. Und ich habe gewusst, dass die Bilder alles Innere von Demenzerkrankten zeigen. Und das ist ja in Teilen auch manchmal sehr erschreckend. Und deswegen wundert es mich nicht, dass die Bilder auch zum Teil ein bisschen erschreckend und bewegend ausschauen. Aber was mich sehr beeindruckt, ist dieses Bild vom Herrn Alzheimer. Dass ich so eine Krankheit so bearbeiten kann oder so besiegen kann, indem ich ihr ein Bild gebe und dann sage, und dann kann ich mich davon verabschieden. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist eine unglaubliche Leistung, die man da vollzieht, vollbringt, einfach als Erkrankter, so damit umzugehen. Christian Zimmermann arbeitet mittlerweile an einer bundesweit erscheinenden Demenzzeitschrift mit und hat jetzt sogar die Schirmherrschaft für einen Demenzkongress übernommen. Es geht nicht nur um persönliche Krankheitsbewältigung, sondern auch um gesellschaftliche Wahrnehmung. Alzheimer-Betroffene sind nicht automatisch Pflegefälle, sondern sie können noch etwas für sich und in der Gesellschaft tun. Als wir vorhin beim Mittagessen waren, hast du ja gesagt, oh, ja. Das hätte ich vergessen, dass wir einen Slogan brauchen, wir Demenz, Alzheimer, und den haben wir genannt, wir können. Dass wir können wirklich ernst gemeint, hat Vorteile für alle. Für die Patienten, für die Angehörigen und für das Miteinander in der Gesellschaft. Christian Zimmermann macht es uns vor. Ich muss nichts so nachholen. Unbedingt jetzt, was ich versäumt habe oder nicht versäumt habe. Ich glaube, dass ich habe das eigentlich trotz Alzheimer. Eigentlich so, dass ich eigentlich ein zweites Leben hätte oder nochmal irgendwo. So, weil ich ja nicht weiß, wie das nächste wird. Also, ich finde, dieses ist mein Bestes.